Ja, einfach jetzt mal. Jetzt auch so. Ein Faggot zu sein und go. Okay. Siehst du, wir werden schon beschworen vom großen Markus, der irgendwelche Zahlen vor sich krabbelt. Ich glaube, wir werden gleich invaded. Vom Markus? Ja. Wieso? Ja, weiß weil nicht. Du das ja machst, machst du da so Beschwörungsformeln. Ja. Ja. Ich stecke fest, Markus, was hast du getan? Ich stecke fest. Warte, ich gehe kurz den Nekromanten. Das ändert nicht, dass ich feststecke. Ey, der ist ja schon. Alter, warst du ja auch schon? Nicht unglaublich, sowas. Könnte sein. Steckst du da jetzt wirklich fest? Ah. Oh mein Gott, bist du. Hey, ich wollte einen humoristischen Auftritt darbieten. Was ist daran humoristisch? Ich weiß nicht. Das ist inkompetent. Inkompetenz wird als Humor angesehen. Nicht, wenn deine Inkompetenz den Humor betrifft. Ich bin gerade echt überrascht. So, war ich halt. Hier schon? Halt. Ja, lass von hier machen. Und dann hier rüber und dann. Nein. Wie nein? Folgt dem Knuddel. So, okay. Schaut mal, wenn ihr hier runterschaut, stellt euch mal so hin, dann könnt ihr doch da unten die Plattform sehen, ne? Ja. Da müssen wir drauf springen. Okay, ja, go. Warte. Nein, du! Was okay, denn? Ja. Das ist der einfache Weg. Ich weiß ja nicht, von wo du springst. Alter, das ist super schon auf der Deckung, Kante. Deckung, du Idiot! Ja, tut mir leid. Der guckt sich denn auch um, wenn er von dem Himmel fällt. Dann ist man stolz, was man gemacht. Klopft sich auf die Brust und spuckt Feuer. Okay, wir können jetzt rein theoretisch hier noch weiter runterspringen. Warte mal, wo ist Leroy? Leroy ist da, aber dafür muss einer von uns sterben. Wie? Achso, nein, ich meine jetzt so. Da ist aber auch ein Item, meine ich, oder? Ja. Okay. Der ist halt einfach hier unten. Da müssen wir jetzt hier nochmal eins runterspringen. Hier. Okay. Ich hoffe mal, ich überlebe das. Wenn du nicht volle Leben hast, dann nicht. Aber sonst soll's gehen. Yay, Large Nummer von Seelen. Wow. Large Amount of Souls. Also, das wird, glaube ich, ziemlich kurz. Ich renn mal. Weil ich habe keinen Bock auf diese scheiß Räder. Okay, warte, ich muss mich jetzt heilen. Ich muss mich jetzt kurz heilen. Ja, ich versuche derweil diese scheiß Räder. Na, ich komme! Ich komme! Durch nicht! Oh. Ich bin schon durchs Foggate zum Glück. Gigantischer Ferge. Na, wenn ich sterbe, ist das ja wohl. Du musst jetzt halt scheiß. Ach nee, ich komm durch. Wieso bin ich durch? Warum solltest du nicht durchkommen? Na, weil du den scheiß Boss noch nicht getriggert hast. In Wheel! Oh ja, das. Okay. In Wheel! Ja komm, renn schon mal dahin, wo der Typ spawnt. Okay. Okay, wir rennen dahin. Ja, besonders du und Rennen. Was? Halt, wir positionieren uns. Wir positionieren uns direkt so. Okay, gut. Spring rein. Das sieht so dumm aus. Aber ich hab mit dem Happy Attack. Ihr seht aus wie so Statuen, die da einfach so stehen eigentlich. Hallo. Eigentlich müsstet ihr da jetzt links und rechts stehen schon. Das wäre wirklich ziemlich cool. Das wäre so cool. Nein. Oh. Schade. Ich hoffe nur, der bleibt auch an der Stelle. Also da macht er seine komischen Experimente. Hm. Wollen wir eigentlich auch kurz Lore zu Pinwheel erzählen? Wenn du es in der Zeit schaffst, es zu erzählen? Also gut, Pinwheel, dem seine Familie, also es ist ein Vater, dem seine Familie, also seine Frau und sein Kind sind im Krieg gestorben. Er hat versucht, oder ich weiß nicht, wo sie gestorben sind, sind irgendwie gestorben. Er hat versucht, sie wiederzubeleben, hat aussehen sich selbst mit den Körpern von seiner Frau und von seinem Kind verschmolzen. Und er macht jetzt Nekromantie in der Hoffnung, sie wiederbeleben zu können. Und jetzt kommen wir. Ja, Pinwheel ist tot. Das hast du sogar gerade noch so in der Zeit geschafft. Jo. Sehr gut. Und jetzt haben wir ihm das verkackt. Good job, Bass. Ja. Oh, da oben ist er. Da oben. Nutte? Okay, nein, scheiß auf die Nutte. Da oben ist die Nutte. Geh mal weg da, der springt dich sonst an. Ach, lass den doch anspringen. Ja, das. Ich sehe ja gerade irgendwie nichts. Ja, wie sie sehen sie nichts. Siehst du denn das, was ich sehe, wenn ich das erhelle, oder siehst du das dann auch nicht? Nein. Okay, der Typ hockt da oben noch rum und leuchtet rot. Ja, warte, gut, ich geb dir so eine Lampe, ich hab eine. Scheiß auf dem Faggot. Na, warte, ich muss kurz dem Olli seine Lampe geben. Der ist der Einzige, der keine hat. Ich wink den mal zu. Da. Jo, danke. Da, Rente. Hallo. Guten Tag.
Was machen wir gegen den? Kämpfen? Aber wir wissen ja nicht mal, wie der da hingekommen ist. Ja, das ist mir doch egal. Wir hauen den kaputt. Ja, grandios. Ja, guck mal, jetzt hockt er wieder da oben. Komm schon, Dude. Komm her. Da oben mit seiner dummen Lampe. Ja, komm, mach mal hier deinen komischen. Come at me, bruh. Come at me. Come at me, bruh. Wovon? Ja, Mann. Schießen ab. Hallo. Hallo. Du bist so ein Assi, Olli. Ja, was denn, wenn der einen aufs Scumbag macht? Bist ein Havel und schießt mit einem Bogen. Und dann auch mit so einem Pussybogen. Ich finde, das macht man meistens Sinn. Weil ich meine, wenn du mit dem Bogen bist, dann bist du ja eh stationär. Der hat sich gerade geheilt. Ja, dann lass den doch heilen. Ich meine, wenn der so ein... Oh, er ist runtergekommen. Oh, ist er? Oh, da ist er, auf ihn. Warte ich, das ist meine. Vielleicht auch nicht. Er macht dumme Flickflacks. Oh, Olli! Oh. Ach. Da, so wird das nichts. Dude! Dude? Muss hin. Da unten. Wahrscheinlich stürzen wir die gleich irgendwie in den Selbstmord. Ha! Ich hab ihn getroffen. Nein! Nico! What are you? Hallo. Transformation! Irgendwie hat mir das davor besser gefallen. Nur dann. Nicht, ich bin Arbeit. So ein halber Power Ranger. Ich habe keinen Mega Sword, ich habe einfach einen Mega Kopf. Du hast einen Mega Faggot. Ja, der Olli wartet. Irgendwo, sicher, vielleicht. Ich denke. To the Rescue. Ich hab einen Pfeil in der Ferse stecken. Ich glaube, der Olli ist irgendwo unten gefangen und wir müssen ihn retten. Er hat einen Pfeil in der Ferse. Das ist jetzt die Vorstellung, dass der Olli ist wie so eine. Ja. Wie so eine Prinzessin, die aus den Klauen des Bösen retten müssen. Ja. Mario. Und aus seiner, keine Ahnung, Metallbüchse. Aus der Metallbüchse. Warum Metallbüchse? Ja, weil Havel eine Metallbüchse ist. Also hör mal auf, meinen Havel zu dissen. Nein, dein Havel nicht, aber Olli ist in so einer Rüstung gefangen. Für den Olli ist das ein Fluch. Guck mal da. Nee, da ist Patches. Hallo, Patches. Wie geht's dir, Patches? Nein, hier ist auch der Olli. Ach, da ist auch der Olli. Das freut mich da. Lassen wir dich da runterfallen? Natürlich. Sollen wir Patches dich runterschucken lassen? Aber ich glaube, der hat mich schon mal gechuckt. Nein. Oh je. Wer wagt es eigentlich, einen Typen zu treten, der einen Drachenkopf hat? Wobei, die Frage ist eigentlich, wer würde den Typen nicht treten? Ich meine, das ist irgendwie schon artig und so. Ja, das ist halt... Übrigens, Patches sind ziemlich Arsch. Besonders, der hat irgendwie so eine, da oben jetzt so eine, so ein Speer oder so, aber kämpft dann trotzdem mit einer Axt. Das ist korrekt. Hallo, Olli. Was soll denn machen wir jetzt hier? Weiß ich nicht. Wie wär's mit runterfallen? Ich spring da nicht runter, weißt du, wie viel Schaden das ist? Eine Menge? Korrekt. Lass du einfach außen rum gehen. Phantom Schicky, was ist das? Geh mir außen rum, wenn wir da irgendwie hinfinden. Oh, hallo, junge Frau in Not. Ach, rettest du jetzt die gute Frau? Ich erwarte Gold und Edelsteine. Dann erwartest du viel mehr, als du kriegen wirst. Ich glaube, das ist hier. Ja, das schaut relativ richtig aus. Dunk. So. Der Typ hat gerade gegen mein Schwert getreten. Ja, wir kommen ja und werden dich retten. Nein, ihr rettet mich nicht, ihr rettet die Frau. Wir können gar nichts gegen die machen. Ha! Aber ihr könnt sie wieder blocken. Ja, wir blocken den einen. So. Das ist der wahre... Jetzt verbrennen wir... Oh mein Gott, das ist die Lead Strat. Wir blocken sie und du verbrennst sie. Ja, ich muss mich aber erstmal heilen. Ach, jetzt hör auf, ein Berge zu sein. Ja gut, wenn ich sterbe, ist es deine Schuld. Siehst du, der Typ ist ein Faggot. Die können sich nämlich heilen. Ja, oder lass so. Geh einfach in den Gang zurück, der ist eng. Ja, Mann. Irgendwas, wo wir sie blockieren können. Na, das führt doch so zu nichts. Ja, ich sehe halt nichts. Ich sehe halt nicht, wenn sie angreifen. Ja, warum nicht? Weil ich keine... Scheiß, wo gehen die hin? Wo gehen die hin? Alter, also, soll ich dir den Faggot droppen?
Okay, jetzt mach doch mal was! Ja, warte, ich mach einfach mein Schwert zur Sonne. Glaubst du, dass das funktioniert? Ich hoffe mal. Glaubst du nicht, dass du das gegen Nito brauchst? Fuck it. Funktioniert das? Jetzt blockt ihr mich doch hier nicht. Nein, aber es sieht fancy aus. Ja, ganz groß. Dann töte die jetzt, Quellex. Hinter dir. Ah, na endlich. One-Hot. So, wo ist die Frau? Wo sind meine Edelsteine? Ah, hallo Frau. Die Frau hat keine Edelsteine. Die arme Frau, die wurde untot und wurde dann in dieses Land geschickt und muss jetzt hier als untoter Kleriker auf der Suche nach dem Rite of Kin-Ding, das wir gerade, wie heißt das? Erhalten haben. Erbeutet. Nein, wie heißt der? Vom Pinwheel geklaut haben. Das sucht die. Und deswegen sind die hier runtergegangen und sie haben versagt. Und jetzt geht sie wieder nach oben. Aber wie, da betet die dann so lange, bis in Hollow wird. Kleines Problem sieht, wie ist die hier hingekommen, ohne an Pinwheel vorbeizukommen? Eben. Da gibt es sicher irgendeinen Weg, das wird jetzt mal nicht hinterfragt. Okay. Ich steck gerade in Baumi drin. Hör auf damit, bitte. Das ist wahrscheinlich sehr deep und tiefgründig. Ich mach mal lieber wieder die. Wir gehen da nicht runter, oder? Wo ist da runter? Da, wo Olli gerade ist. Jetzt komm, hopp! Machen wir hier mal weiter hier. Ich habe einen kolossalen Pfeil im Bein. Nein. Jetzt Block. Doch, ich hatte einen kolossalen Pfeil im Bein. Du hattest. Geh zu Patches hin und sag ihm nein, dann gibt er dir was. Ich weiß. Dann töte ihn. Nein. Warum? Hallo, Hund. Tschüss, Hund. Oh, vielleicht auch nicht. Hast du den Kolossal nicht getroffen? Ja, ich frage mich aber, wie ich den nicht getroffen habe. Das sind coole. Ich meine, das sind die Haustiere der Götter gewesen, oder? Wann? Nein, das waren einfach nur Haustiere von den Riesen. Ja, aber die Riesen waren noch Götter. Nein. Nur wenige der Riesen waren Götter. Nicht jeder Riese war ein Gott. So, wo ist der Black Knight? Der kommt doch gleich irgendwo. Ja, hier gibt's einen Black Knight, einen Archer und den Hund. Ja, dann nehmen wir den Hund. Hund ist ziemlich tot. Du kannst gut mit Tieren umgehen. Da ist der Black Knight und da ist noch ein Hund. Okay, stirb Black Knight! Nein, was machst denn du? Den Backstabben. Das dauert eine Menge. Puh. Und die halbe Erde bekommen. Yay. Oh, ist schon nett. Ja. Möchte hier einer von euch Fergets haben? Nö, ich bin glücklich mit meiner Waffe. Ich habe einen Drachenzahn. Ja. Wofür brauche ich so eine halbe Erde? Ich weiß nicht. Dann hopp! Töten wir Leroy. Nein, was? Nein! Ein Leroy greift uns eh an, das können wir gar nicht verhindern. Aber töten wir ihn? Leroy Jenkins! Ja, wenn er uns angreift, dann töten wir den Gefälligst auch. Was okay. Denkst du denn? Ich weiß nicht, wir lassen uns töten. Du kannst dich. Nein, du kannst dich nicht. Nein, nein, wir lassen uns nicht töten. Okay. Der Oli kann sich ja töten lassen, wenn er unbedingt will. Das ist mega. Das passt sowieso immer zu seinem Charakter. Ja. Nicht immer ich. Doch, immer du. Doch. Wenn man dich für 200.000 Seelen. Wenn man dich für 200.000 Seelen beschwört und dann verkackst, dann passt das zu deinem Charakter, Oli. Das wird ihn auf immer verfolgen. So ein tolles Ritual, verschwendet. Ja. So ein schönes. Was machst du da? Du musst den nicht ärgern, der kommt von alleine. Ja, aber ich kann den dann sofort backstabben. Ah, ganz groß. Ist ja langweilig so. Irgendwie müsste der Jenkins heißen. Das ging irgendwie schnell. Ja. Also auf welchem Level ist denn dein Schwert? 15. Kranker Shit, Mann. Ich bin halt total Dexterity-Build, Dude. Ich mach's halt gut Schaden. Da kann man sagen, was man will. Und ich bin schnell und ich habe einen Drachenkopf. Und ich habe einen Drachenzahn. Ich habe einen Drachenschwanz. Wirklich? Wirklich? Ja. Tut mir leid. Ich stelle mir das nicht so angenehm vor. Ja. Besonders den irgendwie in die Rüstung zu bekommen. Das stelle ich mir ziemlich unvorteilhaft. Na, just kidding. Okay. Du und jetzt noch du. So, ihr habt in der Zeit Spaß, ne? Ja. Was machst du denn schon wieder? Ich renne. Ach so. Hm? Gut, dann rennen wir halt. Pinwheel! So viel Pinwheel!
Und so viele Minis. So viel Pinwheel! Nein, so viele Miniskelette. Na, bist du da jetzt runtergesprungen oder was? Ja, natürlich bin ich da runtergesprungen. Warum bist du da runtergesprungen? Warum soll ich da nicht runterspringen? Weil du noch nicht runterspringen musst. Wie musst? Du musst da nicht runter. Sondern? Man kann einfach hier hoch. Da bin ich doch. Hallo. Ja, hä? Aber ich... Ja, man muss natürlich die Miniskelette besuchen. Aber ich will die Miniskelette sehen und zeigen. Ist doch ein ganz... das ist doch unsere Aufgabe, die Leute zu unterhalten mit Miniskeletten. Ich denke, du hast die Aufgabe erkannt. Das ist korrekt so. Irgendwie muss ich gerade an die Mini-Zombies denken. So. Kommt ihr auch rein? Ja, ja, ja. Ich komme. So. So. Sekunde, ich muss kurz meinen Helm wechseln. Nope. Gut, dann wechseln wir halt keinen Helm. Ich meine, Helm wechseln, das ist also, ja. Ja. Viel zu sinnvoll. Ja. Legenden sagen, dass das einfach nur ein riesiger Faggot war. Der da? Ja. Welche Legenden? Also die Legenden, die ich kenne, die sagen, dass Nito den Tod repräsentiert. No shit. Ich bin mir da nicht sicher. Legenden besagen auch, dass diese weiße Schicht, die um ihn herum ist, Humanity ist. Die er sammelt. Beziehungsweise das die er hat. Würde Sinn machen, wahrscheinlich, ja. What the hell? Ja. Ich meine, wenn, okay. wenn du ihn mal anguckst, er sieht so eigentlich so ein bisschen aus wie eine Humanity mit dem schwarzen Kern und dem weißen Rand. Eine ganz große Humanity, tatsächlich, ja. Nun denn, Nito. Ihr macht das mal, ne? Wie, und wir machen das mal. Du kommst her und haust den gefälligst. Besonders, Olli, warum rennst du da rum und pulst die ganzen großen Skelette? Das ist ehrlich ein bisschen scheiße. Spannender zu machen? Alter. Oh, ganz groß. Bist du tot? Eine Meisterleistung. Nee, der killt mich so nicht, aber die ganzen großen Skelette werden dreckig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade einer irgendwie gepackt wurde oder so. Nope. Ja. Gut, dann kann ich in der Zeit meinen... Okay, gut. Olli, ich glaube, das wird nicht schneller gehen, wenn du da ganz viel rumhampelst. Okay, komm schon, Nito. Wie kriege ich den scheiß Nito nie ins Visier, weil die ganze Zeit die kleinen Faggots sind? Ich glaube, der explodiert. Er explodiert. Natürlich explodiert er. Blablabla. Oh shit, da sind die Großen. Ist egal, wir haben ihn. Take a seat. Ja, danke. Dann lass die Großen mich nicht töten hier. Tja, sind alle tot. Ja. Ist kein Problem. Oh. Stellt sich aber auch an, ne? Ja. Ich meine, das war der letzte Boss vor dem dicken Boss. Ja. Ich muss jetzt aber noch schön Bed of Chaos machen. Oh, ja, gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir den Obermacker killen. Und wir beenden die Folge, wie wir sie angefangen haben. Mit Dubstep-Flammen. Sind das wirklich Dubstep-Flammen? Das werde ich zu Dubstep-Flammen editieren, in der Tat.